Vorhang auf im Friedrichsbau. In den kommenden Wochen verzaubern und faszinieren hier Musik, Tanz und Freizügigkeit. Die Show Noir gastiert im Stuttgarter Norden und nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise zurück in die 20er Jahre. Noir ist eine Show, die das Thema 20er Jahre aufgreift, wobei wir nicht darauf achten, dass es historisch wirklich korrekt ist, sondern wir wagen auch einen kleinen Ausblick in die heutigen 20er Jahre. Die Sehnsucht nach Leben, nach dem Extrem, nach der freien Liebe, nach der gleichgeschlechtlichen Liebe und dass das alles gut ist und alles schön ist und dass alles erlaubt sein darf und muss und dass wir uns lieb haben und zusammen feiern. Und dieses Gefühl, was die 20er Jahre damals ausgemacht hat und hoffentlich auch dieses Mal wieder ausmacht, das wollen wir transportieren. Besonders ist, dass wir in der heutigen Zeit mit der Art der Produktion von Noir schon auch Mut beweisen. Am heutigen Freitag feiern die Schauspieler im Friedrichsbau Premiere. Die Zuschauer können sich dabei auf glitzernde Kostüme und eine aufwendige Kulisse freuen. Für Produktionen in der Größe wäre das Haus unten, der alte Friedrichsbau, nicht ausgelegt gewesen. Das heißt, mit dem Neubau haben wir große Schritte nach vorne gemacht, was die ganze Showtechnik und auch die Bühnensituation anbelangt. Das heißt, die Produktionen können aufwendiger werden, können größer werden. Die Schauspieler scheinen sichtlich Spaß in ihrer Rolle zu haben. Und auch die Organisatoren zeigen sich zufrieden. Es macht fantastisch viel Spaß mitzuspielen, weil es ist eine ganz tolle Gruppe, die sind alle toll, ich mag sie alle wahnsinnig gern und einfach dieses Miteinander und das Zusammensein vor und hinter der Bühne und auf der Bühne ist ein ganz tolles Ensemble mit viel Spaß. Also diese Show war sozusagen eine Wunschshow von mir. Unser Varieté gab es ja auch schon in den 1920er Jahren. Insofern ist es natürlich total spannend, diese Zeit auch nochmal hier aufzufassen. Und ich glaube, mit dem Thema treffen wir auch den Nerv wirklich von jung bis alt vom Publikum. Und ich glaube, bei diesen ganzen Sorgen und Problematiken, die im Moment auch gerade aktuell sind, ist es total wichtig, einfach mal abzuschalten und mal vielleicht auch in eine andere Zeit zu tauchen. Ich finde, die Theater sollten sich auch darauf besinnen, dass wir auch dazu da sind, wachzurütteln, anzuecken, den Spiegel vorzuhalten und alles, was um uns herum ist, zu hinterfragen. Bis zum 27. Februar 2022 kann die Veranstaltung besucht werden. Tickets gibt es ab 39,50 Euro. Also es ist so, dass es im Moment natürlich das Buchungsverhalten eher etwas kurzfristig eben ist, einfach auch in Bezug auf die aktuelle Lage. Wir sind aber mit den Vorverkaufszahlen wirklich schon sehr, sehr zufrieden und hoffen natürlich, dass sich da noch einiges tut.